Und willkommen zurück zu Drakensang Online. Ja, damit begrüße ich euch recht herzlich zurück und auch hier in dem Spiel mit neuer Stimmaufnahme. Finde ich auch sehr schön. Drakensang an sich hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Neue Texturen oder so. Jedenfalls sehen die Rüstungen hier sehr cool aus, besonders bei dem Level 40er. Aber egal, auf jeden Fall kann man sich jetzt auch Drakensang runterladen, wie ich gerade auf der Startseite gesehen habe. Aber das mal nur so nebenbei erwähnt. So, wir sind jetzt im 13. Part. Und ja, was sollen wir eigentlich noch Großartiges machen, außer Quests annehmen und sie zu erledigen? Wie viele Quests haben wir denn? Haben wir noch die hier? Halt, wie viel sind das? Ich kann. Ja, klasse, steht hier keine Zahl oder was? Wie doof ist denn das? Egal, tägliche Herausforderung. Töte 300 würdige Monster, um diese Herausforderung zu meistern. Was sind denn würdige Monster? Egal. Töte 300 würdige Monster, um diese Herausforderung zu meistern. Ja, sehr schön. Löse zwei Quests, um diese Herausforderung zu meistern. Was ist das? Ja, die können wir annehmen. Wenn du diese Herausforderung startest, kannst du erst morgen eine andere auswählen. Soll mir recht sein. Cool. Zwei Quests, da bekommen wir 250 Wissen. Das wäre ja geil. Cool. Gut, dann würde ich mal sagen, wir reisen mal kurz zurück nach Crimmage-Stone. Wir sind gerade gegen Xill. Und das Dartmoor. Hier haben wir Crimford. Da wollen wir hin. Denn wir müssen noch einige Quests erledigen, besonders das mit dem Flussschwamm. Schlamm. Nicht Schwamm, sondern Schlamm. Wir spielen ja nicht SpongeBob. Nein, nein, das kommt erst wieder am Dienstag. So. Schauen wir unsere Quests an. Was sind das hier? Ach, täglicher Login-Bonus. Sehr schön. Den, wo wir ja immer jeden Tag hier bekommen. Ja. Was haben wir eigentlich alles im Inventar? Ach, schon wieder den größten Schrott. Oh. Körniger Ast einer uralten Eiche. Schön. Haben wir einen Ast gefunden? Ja, das ist super. Super. So, bevor wir jetzt aber irgendwas machen, verkaufe ich doch nochmal ein bisschen ein paar von meinen Sachen. Hab doch ein bisschen arg viel dabei. Angebot einsehen. So, das hier kann weg. 14 bis 33. Ach ja, stimmt, der war ab Stufe 11. Ja klar, dann ne, ziehen wir gleich mal an. Die Handschuhe wollte ich behalten, die Handschuhe wollte ich behalten und die. Denn wenn wir die drei zusammen haben, können wir uns ein paar bessere machen. Und einen verbesserten Ledergürtel. Was habe ich? Ein Ledergürtel. Wow. Ja gut, den verbesserten Ledergürtel können wir uns mal ansehen. Also erstmal identifizieren. Oh, Lebenspunkte plus 13. Das ist schön. Wir haben ja so wenig Leben. So, den können wir auch noch verkaufen. Den können wir auch verkaufen. Braucht niemand. So, den machen wir mal da oben hin. Der wird eher gleich ausgerüstet. Und halt das hier weg. Und jetzt wieder Inventar. Und dich rüsten wir mal aus. So. Und reden nochmal mit dir und verkaufen noch den Hammer. So. Alle Hämmer verkauft. Gut. Dann machen wir jetzt mal weiter unsere Quests. Was haben wir denn für Quests überhaupt? So, sammle 8 Fische, indem du Trägenmorast im Dartmoor zerschlägst. Und vollführe das Schutzritual an der Reliquie auf dem Sarkophag am Ende des Pilgerweges in Crimmage-Stone. Gut, dann töten wir als erstes mal die Flussschlemme. Heißt das Schlemme? Wirklich Schlemme? Keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Töten wir erstmal die. Hallöchen Waldläufer. Hallöchen Krieger. Ach schön. Ein Zweier. So. Was sind das da oben? Hä? Nein, was ist das? Draken. Was sind denn Draken? Hey, du hängst fest. Du hängst fest. Was willst du jetzt tun? Stirb, stirb. Komm, ich will hier nicht gegen die kleinen Viecher kämpfen. Hoppla, ich bin gerade kurz ans Mikro gekommen. Tut mir leid, tut mir leid. Mobb mich nicht. So. Flussschlamm, hallo? Irgendwer da? Irgendwer zu Hause? Oh mein Gott, das regnet. It's raining, it's raining. Oh Gott, ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Jetzt mal ernsthaft, wo ist hier bitte schön Flussschlamm? Irgendwo hier? Das sind nur die kleinen Viecher, die nerven. Hallo, kleine Viecher. Ah, Flussschlamm. Habe ich dich doch gefunden. Eieiei. Hättest doch nur was sagen müssen. Muss doch nicht. Ah, Questgegenstand. Schön. Haben wir einen Fisch. So, dich weg und dich weg und dich weg. Ach, guck mal, das waren schon alle Fische. Wow, das war wirklich schwierig, muss ich dazu sagen. Also, so schwierig hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. So, damit haben wir das erledigt. Das ist noch nichts, was wir brauchen. Ach komm, die Flussschlemme können wir noch am Arsch machen. Dich am Arsch und dich am Arsch und dich und hier und Damm und Flupp. So.
Die sind bloß Zähne drin, in einem Flussschlamm. Die haben ja, wie man weiß, oft genug Zähne dabei. Und das verbesserte Holzschild nehmen wir mal nicht mit. Das ist jetzt ziemlich unnötig. Geht doch weg. Oh, ich mag euch jetzt. Geht doch halt alle weg, ihr blöden Viecher. Ach, falls ich das noch nicht gesagt habe. Aber sobald irgendwelche Viecher eine Stufe haben und diese Stufe wird grau angezeigt, dann bedeutet das, ihr haltet keine Erfahrung, wenn ihr sie tötet. Also das heißt, mir bringt das überhaupt nichts, wenn ich hier die Viecher töte, weil ich keine Erfahrung erhalte. Ich mach das jetzt bloß nochmal wegen dem Quest. Wollte ich jetzt bloß mal erwähnt haben. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, die Zeit einzustellen. Das ist doof. Komm, wir machen die zwei Quests und dann schaue ich kurz nach, wie viel Zeit noch ist. Und dann, ja, egal, ob ich jetzt überziehe oder unterziehe. Ihr werdet es ja dann sehen. Obwohl, wir müssen bloß noch den einen Quest machen. Doof. Oh, ich bin so doof. Ja, gut, das habe ich jetzt auch oft genug gesagt. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in den Dungeon. Hallo Dungeon, dankeschön. Normally, we don't want to go in die Zwischenwelt. Ja, perfekt. Das hat gut funktioniert. Habt ihr es gesehen? Wir waren drin. So, Verbindung wird aufgebaut. Wie immer halt. Kann ja nichts glatt laufen oder so, nein. Hoppla, jetzt habe ich den Schluck auf. So, weil ich ein sehr professioneller Let's Player bin, ziehe ich mir jetzt noch schön hier ein Kaugummi rein. Wo müssen wir eigentlich hin? Ganz dahinter, glaube ich. Dahinter, das, was noch gar nicht angezeigt wird. Okay. Gut, Kaugummi, come to me, because I want to eat you. Ja, komm, ich habe jetzt keine Lust auf euch. Geht weg. Dankeschön. Geht weg. Ja. Nein, ich will nichts kaufen. Nein, und auch keine Zeugen Jehovas, bitte. Nein. Ja, mit Schwertern macht ihr mir die Religion auch nicht wirklich schmackhafter. So, hier lang. Oh, guck mal, eine Kiste. Bei der Kiste bleibe ich stehen, damit ich nichts finde. Ja, hat's gebracht. Da hinten ist wirklich das Fragezeichen. Gut, dann müssen wir dahin. Ich muss echt sagen, dass das USB-Teil für das Headset wirklich funktioniert hat, dass die Stimme besser klingt. Hätte ich nie gedacht, aber naja. So. Kaugummi im Mund. Fühlt sich auch bloß so an, als ob er 5 Tage lang drin liegen würde. Hey, was ist denn das? Okay. Was ist das? Okay. Könntet ihr mir vielleicht sagen, was das ist? Also, ich weiß es nämlich nicht. Aber wartet, ihr könnt es nicht wirklich, denke ich mal. Naja. Was auch immer unreines Victum ist. Ich habe gerade etwas gefunden. Ach, guck mal, die sind sogar noch grün. Das heißt, ich erhalte Erfahrung von denen. Das ist ja schön. Das ist ja schön zu wissen hier. Schön zu wissen, dass es noch ehrliche Monster hier gibt. Die ich auch noch so. Und was ist jetzt? Victum? Unreines Victum kann nicht verwendet werden, um Kristalle der Wahrheit herzustellen. Er ist höchstens sein Gewicht in Kupfer wert. Ja, klasse. Warum stand da jetzt, es kann nicht benutzt werden, um Kristalle der Wahrheit zu fertigen? Könnte ich das machen mit dem Victum oder was? Weil irgendwie, ja, das war jetzt ein bisschen doof, dass das einfach dort stand. Egal. Was soll's, wir spielen hier mal weiter. So, 4 Stück auf einen Streich. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und anklicken, um Schutzritual auszuführen. Schutzritual vollführt. Ach, guck mal, ein Freund. Hallo, Freund. Natürlich beleb einen deiner Freunde wieder. Ist ja auch nicht schlimm oder so. Nein. Bäm. Schaden. Komm, stirb, Junge. Ich habe auch nicht ewig Zeit heute. Ich habe auch noch einen Friseurtermin, weißt du. Aber nein. Mich musste natürlich warten lassen. Jawohl. 2-mal an der Mann verloren. Oh, verbesserter Vorschlaghammer. Was hat denn der verbesserte Vorschlaghammer drauf? Gar nichts. Gut. Das ist gut, das zu wissen. Hey, was macht denn das hier unten? Du darfst nicht hier unten sein. Aus. Böse. So. Haben wir denn jetzt nicht die Herausforderung irgendwie geschafft? Hallo? 2 Quests abgeschlossen? Irgendwie so halt? Anscheinend nicht. Okay. Gut. Ich denke mal, wir lassen uns kurz umbringen. Weil ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Weg wieder zurückzulatschen. Ich glaube, ihr auch nicht wirklich, oder? Gut. Dann geben wir nämlich noch die 2 Quests ab. Und dann sind wir auch fertig.
Also nicht für heute. Aber fertig mit den zwei Quests und haben sogar eine Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Ach, hallo. Ja, komm, ihr dürft mich umbringen. Wenn ihr irgendwann mal trefft. Kommt, Leute, zieht, zieht. Ihr schafft das. Ihr seid groß. Ihr seid klasse. Kommt, 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 kommt. Kommt hier noch ein paar Pfeile. Noch ein paar Pfeile. Hopp, hopp, hopp. Jawoll. Nee. Ja, ich muss dann eh mal gucken, wie lange ich noch aufzunehmen habe. Besonders habe ich Angst, wenn ich hier den Bildschirm minimiere, dass dann die Aufnahme abbricht. Darum werde ich die, denke ich mal, vorher schon unterbrechen und eventuell noch eine zweite aufnehmen. Falls es denn das Schicksal zulässt. Falls die Fügung denn so ist. Ja, ich bin gleich tot, hoffe ich doch mal. Und tot, ja. Fall schön auf den Steinboden. Und wir nehmen hier die Viperbelebung am Kreis. Der arme Engel, der hier auf dem Boden hockt. Oh, Depri-Engel. Der hat sogar, glaube ich, seine Flügel an seinem Knie. Das ist auch noch bitter. Bitterer. Übrigens will ich auch noch kurz sagen, dass am Sonntag ein kleines neues Let's Test von Flashpoint Operation kommt, falls das jemand kennt. Wenn ja, wäre doch cool, wenn ihr mal drunter schreibt, was ihr von dem Spiel haltet. Also das kommt erst am Sonntag. Ja, mehr wollte ich jetzt eigentlich dazu nicht sagen. So, wir haben unsere Herausforderung hier abgeschlossen. Und, ja. Klasse. Wie viel Wissen? Ach du Schande. Wir haben jetzt echt 250 Wissen. Oh mein Gott. So viel werde ich niemals brauchen. Ach guck mal, da gibt's was Neues. Reiten. Aus alten Büchern hast du dir die Fähigkeit angeeignet, ein Reitpferd zu benutzen. Wie geil. Ach, wie cool. Hä? Hat das gerade 250 Wissen gekostet? 250? Leute, was geht mit euch? Oh mein Gott, 250 Wissen. Alter. Geht doch mal gar nicht. Ey, eine Stufe 250 Wissen, mein Gott. Was für ein Dreck. Egal. Gut, nee, dann reisen wir mal zurück zu bla bla bla. Nee, bevor wir doch das... Da reisen wir noch zurück, bevor ich jetzt mal die Aufnahme hier beende. Und zwar nach King's Hill für 2 Silber, weil wir so reich sind. Echt, man braucht jetzt 250 Wissen, das ist ja echt schlimm. Besonders, weil es so viel ist. Egal, ich verabschiede mich mal für den Moment. Vielleicht nehme ich nochmal auf, vielleicht nicht. Werdet ihr dann sehen. Ciao. So, und ich sag nochmal willkommen zurück. Denn ich kann noch ganze 2 Minuten aufnehmen. Ja, finde ich ja klasse. Also ein bisschen mehr als 2 Minuten. Egal. Machen wir was draus. Irgendwas können wir draus machen. Und zwar nehmen wir noch kurz ein paar Quests an. Einfach nur so ein paar Quests annehmen. Werden wir in den 2 Minuten noch packen. So. Der König vom Berg. Erringe die Krone des Königs Gram von Blünderberg am Ostrand der Hagerstufengrotte. Lava, lava, lava. Viel Erfahrung. Das Finsterauge. Ach ja, okay. Das kenne ich auch, den Quest. Das Finsterauge. Jetzt sollten wir eigentlich schon wieder alle Quests voll haben. Das gibt's ja nicht, oder? Ach, bitte sag nein. Ich sag doch. Das Event der Sieger will ich eigentlich gar nicht mehr machen. Das ist irgendwie ein Quest, auf den ich keinen Bock mehr habe. Kein Bock, kein Bock, kein Bock. Wo ist denn unsere Königin? Haben wir euch rufen lassen? Hey, wo ist denn deine Königin? Ich kann den Quest nicht abschließen. Ich kann ihn auch nicht löschen. Hallo? Ach doch. Ja, so kann man Quests abbrechen. Das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Ich, bla. Habe ich gewusst, ja. Was für Quests haben wir noch? Platz der blutigen Tränen. Das ist ja klar. Das ist PvP. Dann Hagerstufengrotte, Hagerstufengrotte, Hagerstufengrotte. Svetfeldweiden, Svetfeldweiden. Gut, demnächst müssen wir anscheinend mal in die Hagerstufengrotte. Werden wir dann mal, denke ich, morgen machen. Also am Samstag für euch Sonntag. Aber ich denke, da unten nehme ich noch die 3 Quests an, damit wir wenigstens noch ein paar mehr haben für die Hagerstufengruppe oder das Wertfeldweiden. Keinen blassen Schimmer. So. Und dann hätte ich gerne von euch, dass ihr noch in die Kommentare schreibt, wie lange ich jetzt noch mit diesem Charakter hier spielen soll. Und wie lange, also ja, ab wann ich mit meinem höheren Charakter anfangen soll zu spielen. Könnt ihr doch mal bitte in die Kommentare schreiben. Wäre lieb. Wäre lieb. Oh, wäre das lieb. Oh ja, yeah, das wäre so lieb. So lieb von euch. Ja, aber nee. Wäre echt cool.
Weil ich gern wissen wollte, was ihr davon haltet, wann ich denn anfangen sollte mit meinem 29er Charakter weiterzuspielen. Problem ist bloß, es hat einen falschen Namen, aber ich denke mal nicht, dass jetzt das so viel ausmacht. Und ansonsten war's das eigentlich. Wir haben jetzt alle Quests angenommen. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge mal wieder gefallen. Besonders, weil das Let's Play jetzt auch nicht mehr so ewig gehen soll von Drakensang. Ich denke, auch Portal wird bald fertig sein und von SpongeBob Schwammkopf will ich gar nicht erst reden. Dann hätten wir doch schon mal 3 Let's Plays, die es auf diesem Kanal abgeschlossen sind und dann kann ich 2, nur 2, ich will jetzt nicht wieder 4 anfangen, nur 2 neue anfangen. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Also, für diese Folge jetzt hier Drakensang. Darum verabschiede ich mich von euch. Ciao.